anvertraut, der spricht zum Herrn voll Zuversicht. Du meine Hoffnung und mein Licht, mein Hort, mein lieber Herr und Gott, dem ich will trauen in der Not. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Der Herr, der uns mit seiner Kraft erfüllt, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, in der Pfingstnovene haben wir uns versammelt. 9 Tage lang sind wir aufgerufen, gemeinsam um die Kraft von oben, um den Heiligen Geist zu bitten, zu beten, sich zu öffnen. Diese Kraft, das ist die Liebe, die in Gott ist und die auch in uns sein kann. Herr Jesus Christus, du Menschensohn, der uns zum Vater im Himmel führt, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Du Gottes Sohn, der uns mit dem Heiligen Geist erfüllt, Christe eleison. Christe eleison. Du Sieger am Kreuz, der uns das Leben bringt, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Der allmächtige Gott, er erbarme sich unser, er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, sende uns die Kraft von oben, den Heiligen Geist, damit wir deinen Willen gläubig bejahen und in einem heiligen Leben erfüllen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. Während Apollos sich in Korinth aufhielt, durchwanderte Paulus das Hochland und kam nach Ephesus hinab. Er traf einige Jünger und fragte sie: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworteten ihm: Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Da fragte er: Mit welcher Taufe seid ihr denn getauft worden? Sie antworteten: Mit der Taufe des Johannes. Paulus sagte: Johannes hat mit der Taufe der Umkehr getauft und das Volk gelehrt, sie sollten an den glauben, der nach ihm komme, an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen Jesus des Herrn taufen. Paulus legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab. Sie redeten in Zungen und weissagten. Es waren im Ganzen ungefähr 12 Männer. Er ging in der Synagoge und lehrte 3 Monate lang freimütig und suchte sie vom Reich Gottes zu überzeugen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Wer weiß, dass Gottes Hand ihn hält, wo immer ihn Gefahr umstellt. Kein Unheil, das im Finstern schleicht, kein nächtlich Grauen ihn erreicht. Denn seinen Engel Gott befahl, zu hüten seine Wege all, dass nicht sein Fuß an einen Stein anstoße und verletzt mög sein. Halleluja, 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 halleluja.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ihr seid mit Christus auferweckt, darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sagten die Jünger zu Jesus: Jetzt redest du offen und sprichst nicht mehr in Gleichnissen. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und von niemand gefragt zu werden brauchst. Darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Jesus antwortete ihnen: Glaubt ihr jetzt? Die Stunde kommt und sie ist schon da, in der ihr versprengt werdet, jeder in sein Haus, und mich werdet ihr allein hassen, allein lassen. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, zwei schöne Momente hören wir heute. Zuerst von Jesus selbst, wo die Jünger zwar zusagen: Jetzt haben wir verstanden, dass du von Gott kommst. Wir glauben, dass du hast uns offen Gott geoffenbart. Da mussten sie doch von ihm hören: Ich werde euch jetzt noch etwas von Gott zeigen, was ihr nie gedacht habt, dass sich Gott in die Dunkelheit der Menschheit so hineinbegibt, dass er am Kreuz stirbt für uns. Und da werdet ihr noch nicht die Kraft haben, da mitzugehen. Da werdet ihr verstreut werden. Aber habt Mut. Ich besiege die Welt. Ihr seid noch im Bedrängnis, mit mir verbunden. Werdet auch hier die Kraft haben, diese Hingabe zu leben bis zum Äußersten. Und dann kommt der Apostel Paulus. Er vermittelt diese Kraft. Er erlebt sie selbst und er vermittelt sie an die anderen. Ich freue mich, dass wir heute unsere Gäste wieder bei uns haben, unsere Freunde aus dem Iran, die auch schon gebeten haben um die Taufe und wo wir uns jetzt hinführen lassen dürfen, so wie diese Jünger damals von Paulus, dass wir immer mehr erleben, ja, wir leben aus der Kraft der Liebe, die von Jesus herkommt. Eine Kraft, die uns alle Angst nimmt, die uns miteinander gut sein lässt. Habt Mut, mit Jesus wird alles Verkehrte vergehen und das schöne Gute wird bleiben. Nehmen wir uns das heute mit. Wir haben die Kraft Jesu, dass wir keine Angst mehr haben müssen. Amen. Christus war nicht allein, der Vater war immer bei ihm. Im Vertrauen darauf, dass auch wir nie allein sind, dürfen wir uns an ihn wenden. Sende deinen Heiligen Geist, dass er die getrennten Kirchen zur Einheit zusammenführe. Christus, Sieger, wir bitten dich, erhöre uns. Sende den Heiligen Geist, dass er die Spannungen zwischen Arm und Reich, zwischen Jung und Alt, mächtig und schwach, mit der Kraft der Liebe überwinde. Christus, Sieger, wir bitten dich, erhöre uns. Sende deinen Heiligen Geist, dass er auch in unseren Tagen junge Männer zum Dienst als Priester berufe und ermutige. Christus, Sieger,
Wir bitten dich, erhöre uns. Sende den Heiligen Geist auf die Glieder unserer Pfarrgemeinde, dass alle in Treue zur übernommenen Aufgabe stehen. Christus Sieger. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention mit einschließen. Maria Beuntner für verstorbene Eltern. Christus Sieger, wir bitten dich, erhöre uns. Vater im Himmel, dein Sohn hat die Welt besiegt und den Tod überwunden. Dafür danken wir dir heute, alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Denn dies hat Gott uns zugesagt, wer an mich glaubt, sei unverzagt, weil jeder meinen Schutz erfährt und wer mich anruft, wird erhört. Ich will mich zeigen, lasst uns beten. Herr unser Gott, das makellose Opfer deines Sohnes läutere uns. Es stärke uns mit der Kraft von oben und schenke uns das ewige Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben es. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus, den König der Herrlichkeit. Denn er ist als Sieger über Sünde und Tod aufgefahren in den Himmel. Die Engel schauen den Mittler zwischen Gott und dem Menschen, den Richter der Welt, den Herrn der ganzen Schöpfung. Er kehrt zu dir heim, nicht um uns Menschen zu verlassen. Er gibt den Gliedern seines Leibes die Hoffnung, ihm dorthin zu folgen, wohin er als Erster vorausging. Darum preisen dich wir dich in österlicher Freude und singe mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, den Tod, O Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen, komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt euch das Zeichen Jesu Christi, Frieden und Versöhnung. Friede sei mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes,
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Habt Mut, ich habe die Welt besiegt. So spricht der Herr, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme wieder zu euch, dann wird euer Herz sich freuen. Halleluja. Singen wir zum Dank auf der Seite 48. Maria, breit den Mantel aus, marschier Mundschild für
alle Stürme vorübergehen, Patronin voller Güte, uns alle Zeit behüte. Dein Mantel ist sehr weit und breit, er deckt die ganze Christenheit, er deckt die weite, weite Welt, ist aller Zuflucht und Gezelt. Patronin voller Güte, uns alle Zeit behüte. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, erhöre unser Gebet. Du hast uns im Sakrament das Brot des Himmels gegeben, damit wir an Leib und Seele gesunden. Gib, dass wir die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen und als neue Menschen leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Bevor wir den Segen empfangen, wollen wir noch gemeinsam unsere Pfingstnovene beten. Das Gebet auf den Zetteln, auf der Rückseite. Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist über die Erde. Lass den Heiligen Geist wohnen in den Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Möge die Frau aller Völker, die selige Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Es segne euch und alle, die euch anvertraut sind, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.